So, grüß dich, ich bin's wieder, Enker Spanier Franz. Ich möchte kein Zorn widmen von Hand, Blech, Faust. Man hat ganze Blechdächer, alles mit der Hand gemacht. Man hat da spezielle Zangen geholt, mit der hat man dann 3,5 cm und 4,5 aufsteigen können. Die hat man dann da schnell umsteigen können, auf das richtige Maß. Da hast du ein Blechbahn am Boden gehabt. Und dann bist du in die Blechbahn eingefahren. Durch ein T-Heben hast du das zusammengedrückt. Da bist du dann da in die Blechbahn eingefahren. Da bist du dann da in die Blechbahn eingefahren. Und mit der Zange, das hat sich dann zusammengestellt, hat man das aufstellen können. Das hat man in mehreren Etappen gemacht. Und so hat man das dann früher gemacht. Man hat da dann die Blechbahnen geholt. Ich habe jetzt natürlich nur kleine Musterstücke. Material ist teuer. Dann hat man sich so Hosenhafter gemacht. Die hat man sich früher selber gemacht. Da hat es entweder einen Stanz gegeben oder im Winter haben die Lehrbuben die selber ausgeschnitten. Und dann ist der Hafter umgebogen worden. Und jetzt mit der Brechschere kürzt. Zusammendruck. Man sieht es jetzt. Dass das leicht ausrutschen kann. Natürlich ganze Bahnen, die bewegen sich nicht. Ich helfe mir jetzt die Teile einfach nochmal. Ganz früher habe ich mal ein Blech da montiert, da hat man Bauherrin geholfen. Und die hat mir die ganzen Hafter mit der Hand, weil Nagler habe ich damals noch nicht gehabt, eingehauen und die hat sich die Finger an der Schlung. Wahnsinn! So, man sieht es jetzt da. Eine Seite ist ein wenig höher und dann hat man da das Falzeisen. Das Falzeisen ist leicht abgeschleppt und eine Seite hat 3,5 und die andere Seite 2,5 cm. Dann ist man da dran gegangen. Auf der anderen Seite. Thank you.
Dann hat man die kleinere Seite genommen. Man kann sehen, manche haben dann wieder so ein Schabeisen. Das ist genau eingesteckt gewesen auf das Moos. Mit dem habe ich nicht gern gearbeitet. Weil da geht da einfach die Auflagefläche ein wenig stark ab. Ich habe aber mit denen drüber gearbeitet. Das sitzt man dann da an. Natürlich hat man da von der anderen Seite gearbeitet, aber dann seht ihr auf der Kamera nichts. Darum habe ich jetzt da über Kreuz gearbeitet. Dann sitzt man auf der anderen Seite an. Und so ist das verfalzt. Es geht ja alles ohne Maschinen. Man braucht keine Profiliermaschine. So haben wir ganze Blechdächer gemacht. Das ist aber eine heillose Arbeit. Wenn man das mit der Hand falzen muss, gut, dann sind die Profiliermaschinen aufgekommen. Nein, zuerst sind dann die Falzmaschinen aufgekommen. Da hat man dann nur noch aufgestellt und ist dann mit der Falzmaschine drüber und hat dann in der Dachfläche quasi das Blech am Winkelfalz gemacht. Da hat es auch gegeben, die haben das in einem Zug gemacht, Winkelfalz und Doppelfalz geschlossen. Oder man ist mit zwei Maschinen drüber. Zuerst einen Winkelfalz und dann einen Doppelfalz. Da hat es dann verschiedene Maschinen gegeben. Heute lässt man es durch eine Profiliermaschine durch, ist schon der Winkelfalz dran. Tut man nur noch aufs Dach rauf und tut entweder mit Zangen, es gibt da so Zangen zum Zangenzwicker, oder so Rollformer, oder auch noch immer so Maschinen, die wo vorne nur dahin laufen. Hauptsächlich hat man jetzt aus Kostengründen die Rollformer mit der Ackerbohrmaschine. Gängen super. Wir arbeiten auch mit Zangen, weil wir haben quasi eine große Fläche nicht. Und bei kleinen Flächen ist die Zange super. Und das wollte ich euch mal zeigen. Wie der Doppelfalz mit der Hand gemacht wird. Automatisch hat man eigentlich da drinnen ein wenig den Spaltkorb, den wo man braucht zur Ausdehnung. Der hat sich früher automatisch gegeben. Weil man einfach händisch nicht so genau arbeiten kann, da haben sie dann die Sachen automatisch ergeben, wo man heim besonders aufschauen muss. Mehr braucht man nicht. Man braucht ein Falzeisen, einen Holzhammer, einen Blechscher, eventuell die Aufstellzange, naja gut, die braucht man auch. Und dann kann man sein Falz machen.
Wenn es noch mehr sagt, nichts, abonniert mich, gebt mir ein Like, Anker, Spangler Franz.